officially reclaimed my crown as the king of Five Nights at Freddy's! Leute möchten mir die Krone wegnehmen. Es gibt andere YouTuber, die denken, die könnten mir die Krone wegnehmen. Ach Jungs, muss der Papa erst aufräumen oder was? Ja, kein Thema. Machen Sie sich doch schon mal frei. Liebe Leute, während YouTuber in Deutschland damit beschäftigt sind, auf YouTuber zu reagieren, die auf YouTuber reagieren, während diese auf YouTuber reagieren, die auf YouTuber reagieren und man sich eigentlich nur die Frage stellt, wie viele Facecams in einem Bild man sich antun kann, bevor man vollends die Kontrolle über den eigenen Schließmuskel verliert, tobt in Deutschland ein geheimer, inoffizieller Kleinkrieg darüber, wer in Ultimate Custom Night das längste Highscore-Gemächt hat. Also erstmal ich, ist klar. Aber man darf ja fragen. Dieser Kleinkrieg ist auch auf jeden Fall absolut ernst zu nehmen und seine Persönlichkeit ist in jedem Fall über seine FNAF-Erfolge zu definieren. Und wenn das noch nicht reicht, über seine Erfolge in Welcome to the Game 2. Ja. Und keine Angst, Leute, bei mir bekommt ihr nur eine Facecam zu sehen. Content klaue ich trotzdem. Aber dafür stapel ich auch ein bisschen hoch. Und zwar meine Highscores. Und Zuschauer, die meinen Kanal länger verfolgen, wissen, dass ich nie so wirklich gut war in solchen Spielen. Die ganzen neuen netten Menschen, also Abos, die im Laufe des Projekts dazugekommen sind und euer ganzes positives Feedback motiviert mich allerdings, das zu lernen und immer weiter am Ball zu bleiben. Vielen lieben Dank dafür. Beim letzten Mal haben wir ja es geschafft, unseren Highscore um spärliche 2000 Punkte zu erhöhen. Allerdings muss man natürlich sagen, dass es langsam immer schwerer wird, höher zu gehen und jeder einzelne Animatronic auf fast egal welcher Stufe ist ein ziemlicher Pain, wenn man den dazu fügt. Und ich habe mich ja in dieser Serie versucht, so ein bisschen in meiner Lernerfolgsgeschichte, sage ich jetzt mal, in diesem Spiel mitzunehmen. Und da bauten wir immer Sachen aufeinander auf. Also die ersten Animatronics, die wir gemeistert haben, wurden ersetzt durch die nächst einfacheren sozusagen. Und so sind immer weiter Gameplay-Elemente dazugekommen. Das wird sich natürlich auch nicht ändern. Und jetzt nehme ich hier wie immer natürlich erstmal noch meinen Standardaufbau sozusagen. Golden Freddy gesellt sich jetzt noch dazu. Der benötigt einfach den Reflex, dass wir instant die Maske aufsetzen müssen, sobald wir die Kamera runterklappen, wenn er da steht. Oder am besten eigentlich immer. Nightmarion nehme ich auf jeden Fall nicht, weil die mir ständig die Sicht blockiert und sie ist echt alle 2 Sekunden irgendwie da. Man darf da mit der Maus nicht zu lange drüber, sonst tötet die einen. Das ist unglaublich schwer, wenn die dabei ist, alles unter Kontrolle zu haben. Genauso wie bei Laura nehmen viele, finden viele super easy. Die waren eine Zeit lang zum Anfang, wo das Spiel rauskam, sehr broken, hat nicht so richtig funktioniert und war unmöglich gegen die zu spielen sozusagen. Aber ich habe das Spiel nicht so gelernt, dass meine Finger prinzipiell auf A und D sind. Das heißt, ich brauche immer zu lange, um die Türe zu schließen. Jetzt werden wir auf jeden Fall noch Molten Freddy und Anna dazu packen. Die machen einfach Geräusche, dann kommen sie in den Schacht vor einem. Man muss einfach die Tür zumachen und das war's. Wither Chica kommt durch denselben Schacht. Wir müssen irgendwas im Vent-System machen, um die davon abzuhalten. Wir hoffen einfach mal, dass sie nicht kommt. Und Leute, jetzt kommt noch ein anderes Gameplay-Element dazu und das wird ziemlich schwer. Ihr wisst ja, dass ich echte Probleme habe mit dem Kameradesign. Da nehme ich jetzt mal dieses Duct-System und das Vent-System dazu. Und ich werde jetzt mal versuchen, diese Animatronics loszuwerden, ohne in den Kameras rumzuklicken. Die lassen sich normalerweise, die kommen durch die Seitenvents und überall her und lassen sich normalerweise davon abhalten, dass man so ein Audio-Dingens in dieses Duct-System setzt, also die dann wieder weglockt von sich sozusagen, oder den Heater nimmt. Ich werde versuchen, vielleicht so alle 30 Sekunden den Heater anzustellen, um die loszuwerden, dass ich nicht so lange in dem Kameradings rumklicken muss, weil das wäre echt fatal. Da sind so viele Leute, die mir die an die Wäsche wollen. Der Punkt ist, dass wenn wir den Heater anschmeißen, es warm wird und dann auf jeden Fall Lefty sich bereit macht zur Attacke. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir möglichst oft oder möglichst alle 40 Sekunden, sag ich mal, die Global Music Box anwerfen. Das heißt, wir haben 2 neue Gameplay-Elemente, um die wir uns kümmern müssen, mindestens. Damit wir vielleicht eine bessere Chance haben, Leute, ich nehme Lefty erstmal auf 10 rein, weil ich nicht genau weiß, wie der sich verhält. Leute, das ist mein Setup für 6500 Punkte. Nach dem, was wir in den letzten Folgen gesehen haben, relativ easy im Sinne von, es baut darauf auf. Und wenn man jetzt die 5000 Punkte, wie ich beim letzten Mal geschafft hat, sollte man das eigentlich auch hinkriegen. Es sind, wie gesagt, nur mindestens 2 Gameplay-Elemente mehr, um die man sich zu kümmern hat. 4,5 Minuten lang. Freunde, drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr der Meinung seid, dass wir das schaffen können. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Also, falls mich jemand zufälligerweise mal dezent an seiner Wunderlampe rummeln lassen würde, dann würde ich mir definitiv ein paar Hände mehr wünschen. Das kann auch außerhalb von Five Nights at Freddy's extrem vom Vorteil sein, möchte ich meinen. Und ich muss endlich aufhören, mich um diese ganzen komischen, sinnlosen Sachen, die hier im Raum aufpoppen, ständig kümmern zu wollen. Da meldet sich der kleine Perfektionist in mir. Aber wenn ich ein unaufgeräumtes Zimmer sehe, dann muss ich das einfach... Das ist klar, ne?
versteht schon auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier vor Schreck vergessen, den Heater anzuschmeißen. Komm, wir lassen uns mal ein laues Lüftchen ins Näschen wedeln. Oh, Ventilator kann an, das sollte eigentlich reichen. Oh, alles klar. Oh mein Gott, Leute, habt ihr es gesehen? Die Reflexe sind da. Alles klar. Du gehst bitte auch nach Hause, dankeschön. Dann kannst du deine Mutti vollheulen. So. Verdammt nochmal, Alter. Vollkommene Reizüberflutung hier. Merkt es? Ich bin gleich bei einer Minute. Das ist schon mal gar nicht mal so übel, oder? Nein, kommst du nicht rein. Oh mein... Meine Güte, Alter. Oh, Wunderbärchen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, den Heater anzumachen. Verdammt, 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 verdammt. Ah, ich hoffe, das reicht. Oh. Hau ab! Dankeschön. Wo ist der? Hier unten. Ja, ja, um dich kümmere ich mich gleich. So, jetzt ungefähr. Übrigens auch mit dem Heater vertreibbar, weil viele da gefragt haben, wie ich das mache, ohne dem 5 Münzen in den Rachen zu schieben. Ja, ja, ich bin ein richtiger Knauserer. Ich bin doch schon so ein kleiner Geiz halt. Oh mein Gott. Ja, das sieht gut aus. Gleich 2 Minuten geschafft. Es sagt noch absolut gar nichts. Vielleicht können wir mal wieder den Heater anschmeißen. Ja, genau, das war auf jeden Fall das richtige Stichwort. Nein, nein. Okay, Heater aus. Ich habe doch wohl zugemacht. Was ich gesehen, Ennard. Ich meine, Leute, habt das gesehen? Wir waren ja fast bei 2 Minuten im First Try. Also, fast die Hälfte schon mal. Okay. Ich darf nicht so viel quatschen. Ich muss vielleicht meine Lauscherschienen ein bisschen weiter aufsperren. Nee, ihr wisst Bescheid. Concentration und so weiter. Sonst kriege ich das hier auf jeden Fall nicht hin. So, sparen wir ein bisschen Strom hier. Ich glaube, kühl genug ist es ja. So, Heater an. Jetzt schon mal. Und dann auf jeden Fall ein paar Sekunden laufen lassen. So, das sollte reichen. Gleich meldet sich die Ventilation. Ich mach das schon mal pro forma. Mein Gott, ich hasse das. Fredbear ist da. Hab ich gesehen. Missgeburt, Alter. Ja, jetzt lacht mich doch nicht alle aus. Mensch, das Kind nochmal. So, ist der jetzt weg da oben? Ja, ist er. Alles klar. Der hat den Schuss auf jeden Fall gehört. Im Gegensatz zu seinem hässlichen Cousin. Mit dem man sich leider den Schacht teilen muss. Das ist doch schon wieder. Das hat er mitbekommen. Das findet er gar nicht cool. Der ist ein bisschen sauer auf mich. Verstehe ich. Bin jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt der angenehmste Zeitgenosse, der sich ja easy fressen lässt, nicht wahr? Ja, alles klar. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich habe den Heater verpeilt. Aber man kann sich halt auch nicht um alles kümmern hier. Okay. Oh, Alter. Das wäre mit Golden Freddy... Das wird doch chica. Oh nein. Okay, also, ich meine, ich bin schon so gut wie tot, ne, ist klar. Ich kann die Klappe da jetzt nicht mal mehr zumachen. Oh, Alter. Okay, 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 okay. Okay, Ventilator wieder an. Boah, jetzt komme ich ein bisschen ins Schwitzen. Und nicht nur, weil hier 100 Grad Fahrenheit herrscht, meine lieben Freunde. Ich glaube, gleich kommt keiner mehr. Dann ist sowieso das Zeichen, dass ich verloren habe. Ich glaube, das geht nicht mit Wither Chica. Ich glaube, das geht nicht, ohne dass ich in das Vent-System gucke. Und jetzt muss ich hier rein. Oh, Alter. Haut doch alle ab! Raus aus meinem Haus! Meine Güte, ey. Okay, alles klar. Die hängt noch da oben drin. Ich hoffe, die passt mit ihrem Arsch da nicht durch. Ich würde es auf jeden Fall sehr begrüßen, wenn du heute ein Burgerchen zu viel genascht hast, nicht wahr? Oder eine Pizza. Oder was auch immer. Oh, okay, ich muss den Heater wieder anschmeißen, Jungs. Muss gleich wieder raus. Muss gleich wieder raus an die frische Luft. Die wird hier auch sehr, sehr oft verlangt. Okay, das sollte reichen. Oh. Please deposit 5 coins. Nein, ich tue schon wieder. Please deposit 5 coins. Ja, ja, ist schon klar. Thank you for depositing 5 coins. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wo ist es? Da unten. Ich frag mich, warum bin ich noch nicht tot? Was macht Chica? Guckt die mir in mein herzallerliebstes Gesicht oder was? Worauf wartet die? Dass ich noch ein bisschen appetitlicher werde? Weil ich gebraten werde von irgendwem? Ich mach mal die Musicbox an, um Lefty zurückzuschicken. Ey, Leute, das könnte was werden! Das könnte von... Verdammt nochmal, was werden hier, Alter? Hilfe! Oh, vermutlich auch nicht. Oh, ich habe die Musicbox angelassen. Okay, jetzt wird's brenzlig. Okay, jetzt wird's übel. Oh Gott, wow, jetzt sind sie alle da, jetzt sind sie alle da, guckt sie euch an.
Musikbox spielt immer noch. Ich hab gleich keinen Strom mehr, also. Nein. Powergenerator an. Oh, meine Güte. Was kann ich tun? Ich kann gar nichts tun, ne? Ich bin am Hintern. Bin absolut am Hintern. Wenn ich den lange laufen lasse, dann kommt der Music Man. Oh no. Ich muss es riskieren. Ich muss da rein. Komm, 30 Sekunden schaffe ich noch. Oh Gott, der kommt schon durch 2 Energie. Nein, ich deposite den Scheiß hier, Alter. Ich muss alles ausmachen. Okay, gut. 4 Minuten 7. Verdammte Scheiße. Oh, Didi Repair. Thank God, Alter. Ich liebe diesen Freddy. Versuch jetzt mal hier mit meinen Fingern ein bisschen besser zu haushalten. Gott. Es ist schwieriger, als es aussieht, ey. Come on. Nein. Please deposit 5 coins. Oh mein. Please deposit 5 coins. Wie hab ich das überlebt? Please deposit 5. You are attempting to trick you. Thank you for depositing 5 coins. Das hat jemand mitgebracht, oder? Hier ist erstmal keine Bedrohung. Zum Glück sind die alle nicht so stressig, ey. Aber alle aufeinander ist schlimm. Alles klar, ich hoffe, das reicht gleich mit dem Heater. Nein. Auch wenn ich doch nichts. Zu lange brauchen. Man erschreckt sich noch nicht mal mehr. Man ist einfach nur genervt. Verdammt. Ich hoffe, das reicht mit der Musicbox. Ich weiß nicht, wann die sich bewegt hier, die komische Olle. Ich weiß nicht, auf welche Zeichen ich da achten muss. Ich hatte die noch nie. Komisches Scrap Baby, Alter. Boah, ey. Please deposit 5 coins. Stop. Freddy auch nicht, er kommt please nicht. Please deposit 5 coins. Thank you for depositing. Alter, gleich 4 Minuten, Freunde. Coins. Gleich 4 Minuten. Oh mein Gott. Alter, drückt mir die Daumen. Drückt alle Daumen. Drückt überall Daumen. Vor allem bei mir. Alter. Was ist da oben her? Ich weiß es nicht. Oh, ich muss auch mit dem Strom sparen. Nein, ich hab's geschafft gleich, oder? Ich hab's geschafft! Yeah! Fantastic! Ah, was eine Reise, Alter. Nein, das war jetzt nicht Third Try oder wie viel auch immer ich das reinnehme. Es war 100 Try. Oh yes, Baby. Hör nie wieder auf. Ich habe mich jetzt verklickt. Nein, 650. Dankeschön. Kriegen wir jetzt eigentlich eine Cutscene? Nee, kriegen wir immer eine Cutscene. Ich glaube, pro 1000er Schritt oder so. Wir haben schon eine. Oder ja, wir kriegen eine. Wir haben schon eine untersprungen. Mal sehen, ob es wieder die gleiche ist. Nee, es ist die zweite, oder? Oh nö. Okay, das ist billig. Können wir das überspringen? Vielleicht verändert sich noch was. Ich glaube, die letzte war auch ein bisschen anders. I've been thinking about him all day. Ich finde das übelst peinlich. He's really into me too. He's the only one for me. I just know it. And
I know just how to get him. Look at that untamed fur. Das ist amazing silky sheen. Oh. He'll be mine. Das war beim letzten Mal der Bär. I just know it. I told him that someone ran over his dog in front of my house. But once he's there, I'll entice him with warm cookies, lure him inside. I mean, invite him inside. And then I'll have him. And once I have him, he'll be mine forever. What? There's only one thing that could possibly go wrong. Ja, und das ist, oh, to be continued. Ich möchte das eigentlich gar nicht weitersehen. Das ist übelst krank, wenn man da mal zuhört. Ja, irgendwie hat den Hund überfahren und sie lockt ihn zu sich nach Hause mit warmen Keksen oder irgendwie sowas. Meine Güte! Keine Ahnung, da ist der Highscore, Leute. 6500 Points, ey. Ich weiß nicht, das ist in Deutschland, glaube ich, gerade der höchste von so allen YouTubern, die ich gucke. Oder bei denen ich es weiß, sag ich mal so. Wie gesagt, Freunde, es ist alles nur ein Scherz. Nehmt es nicht ganz so ernst, aber es stachelt halt einfach auch so ein bisschen an. Und es ist für euch vielleicht auch einfach interessant, wenn man so eine kleine Konkurrenz da drumherum spinnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier vielleicht auch fast bald meine Grenzen erreicht. Ich glaube, 7000 kann ich noch gehen. 8000 wären der Kracher. Rupti will ja auch 8000 schaffen im Livestream, das wird hart, weil sich das Gameplay halt mit Zuwachs jetzt komplett verändert und man wirklich die reinnehmen muss, die absolut ätzend sind. Das ist eine große Lernkurve, das braucht seine Zeit und wie gesagt, deswegen kommen jetzt auch nicht mehr täglich Videos, ich muss das halt einfach üben, ich muss das lernen, ich muss mir Strategien überlegen, deswegen erkläre ich die euch auch immer, Leute, lasst mir mal gerne unten in den Kommentaren da, ob ihr das lieber am Anfang kürzer haben wollt, dass ich euch nicht unbedingt erkläre, was ich mache und mehr irgendwie Versuche zeige oder dass ihr wollt, dass ich euch das nachvollziehbar mache, was ich halt mir denke dabei. Lasst es mich wissen, Freunde, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, dafür, dass wir das geschafft haben, dafür, dass wir es gerockt haben. Es war auf jeden Fall ein ganzes Stückchen Arbeit und ich bedanke mich bei euch, dass mir diese krasse Motivation gibt und dann würde ich sagen, danke, haut rein und ciao.